Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dragon Ball Fighters auf der PlayStation 4. Wieder mal mit dem kämpfenden Aaron. Hi. So, und das letzte Mal haben wir Gotenks in unser Team bekommen und den wollen wir heute doch direkt ausprobieren, würde ich sagen. Ja, dann können wir eigentlich schon zum Boss gehen. Stimmt, das ist der gute Nachbar. Die Wege sind frei. Die Wege sind frei. Gehen wir gegen Nachbar. Ja, mit Ginyu zusammen. Mhm. Hört sich auch nach einem interessanten Team an eigentlich. Und es ist sogar der echte Nachbar. Hm. Vielleicht will er uns erledigen. Ja, der wird Vegeta platt machen. Sehen wir jetzt hier. Ja, der gute Gotenks weiß nicht, wie er Son Goku und Vegeta nennen soll, da er die beiden straight Papa nennen kann. Nappa darf nicht mal was sagen. Ja, gut. Ja, gut, hätte nur gesagt, Papa. Ich wollte gerade sagen, in seinem Auftritt in Dragon Ball GT sagt er auch nichts. Nappa muss nur eins können. Aber er knurrt einmal. Ja. Das ist was. Ich meine, ich sag mal so, das, was er alles ins Set gesagt hat, war jetzt auch nicht unbedingt preisverdächtig, von daher. Oh. Ich fand's cool. Spielen wir eine Runde Diskus. Oh, wir haben jetzt Frisbee gespielt. Das hat er gesagt. Ich musste jetzt mal pissen. Okay, das tut mir leid. Ja, ist was ganz anderes. Ich weiß. Ja, jetzt haben wir den guten Gotenks. Aber wenn wir schon bei. Nappa ist eh schon platt. Aber wenn wir schon bei Nappas Sprüchen sind, am besten finde ich natürlich, als Son Gohan dann sagt, dass seine Mutter Fußpilz hat und Nappa fragt, woher das weiß. Ja, die super groß Kamikaze ist halt. Ja, das war die normale, oder? Mhm. So. Nein, die normale, also die ganz normale war dieser Schrei, wo er jetzt nicht mehr macht. Mhm. Okay. Na gut, okay. Ah, die galaktischen Klingel. Das war aber auch eine normale. Ja. Ah, okay. Das ist ja cool zu wissen. Was denn? Mit Halbkreisen kannst du auch mit Reiten so Kombos machen, andere. Also so super Dinge. Ja. Schade. Kann ich sagen, das will ich nochmal. So, kann ich die von mir verprügeln, wie er will. Macht er auch. Ja, das ist mir wert. Ah. Die Volleyballtechnik von Tenshin Han. Sehr schön. Finde ich trotzdem interessant, dass sie die gerade als Mega-Attacke genommen haben. Da hätte ich doch eher die Super Ghost Kamikaze-Attacke genommen. Ja, das ist normal. Ja, ich weiß. So. Naja, was soll's. Spielsatz und Sieg, würde ich sagen. Das stimmt. ご先祖様、これは。これはまた随分まがまがしい木じゃの。まるで今地球上にいるあらゆる戦士の木をかき集めたような。戦士の木を?あやつらが倒したはずのフリーザ、そしてセルという人造人間。
特に魔人ブーの木に近いものが強く感じられるの。ブーまでぼやぼやしておると厄介なことになるかもしれん。そんな、まあこればっかりはなるようにしかならん。見守ることが神の本分。あやつらを信じるしかないの。頼みますよ、悟空さんたち。Ja, jetzt waren wir mal kurz in der Welt der Kaioshins. Auch sehr interessant. Und auch die haben erkannt, was für eine Gefahr C21 darstellt. Und ich glaube, der untere gegen Nappa und Freezer geht schnell. Am schnellsten, oder? Ja. Hey, Nappa ist schon auf 19 jetzt. Und es ist der echte, okay. Aber wieder nur. Ach, also, stimmt, du musst ja. Ja. Aber wieder nur ein Tutorial-Kampf. Ja, aber dann kannst du zwei machen, ist doch auch cool. Ja, und du hast dann dafür den Bossfall gegen Tenshin Han. Wenn nicht noch wieder irgendwas Überraschendes dazwischen kommt, ist uns ja auch schon ein paar Mal vorgekommen. Aber jetzt geht's erstmal wieder Happa Happa für Papa Nappa. Und jetzt Level 90. Was? Echt? 90? Ja, 90. Ich weiß, dass er 19 ist, aber der ist Level 90, weil es Nappa ist. Okay, aber wenn du das sagst. Der ist immer geboostet, weil er der stärkste ist. Es gibt einen Drachensprint für dich, Nappa. Hallo Pflanzenmann. Oh. Jetzt geht Nappa ab hier wie ein Berserker. Das stimmt. Immerhin hat er dir jetzt sogar meine Kombo verpasst. Auf die ganze Pflanze mal anzubauen. Papa, 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 Papa. Papa. Jetzt reicht's mir, wenn er laufe. Oh, Papa. Und Papa, Papa. Ah. Okay. Also ist Nappa so ein bisschen wie so ein Grobian bei Rabbids für dich? Ich glaube, Son Goku hat es getroffen gerade. Ja? Die halbe Stadt ist nicht vergiftet. Das passt zu Son Goku. So, dann schauen wir mal. Ja, dann kommt direkt der Kampf gegen Frieza mit Ginyu zusammen. Der einzelne ist selber sogar auf 20 schon gewesen. Ja. Ano Onna wa kinirimasen ga. 今だけは感謝してあげましょうか。あなたたち二人を始末する絶好の機会を与えてくれたのですからね。始末するだと？それはこっちのセリフだ。ようやく貴様をこの手で叩き潰せるんだからな。いいでしょう。どうしても死にたいというのなら。ちょっと待った！何ですか、いきなり。カカロット！貴様邪魔をするな。いつの間にベジータが先に戦うことになったんだ。知るかそんなことを。くだらんちゃちゃを入れるな。この前フリーザが来た時も貴様が邪魔をしたことを忘れたのか。あん時は悪かったって。でもあんするしか。いいから黙って引っ込んでいろ。それで貸し借りなしにしてやる。そんなこと言うんならさっき助けたんでもうチャラじゃねえか。おめえが動けなくなってっと消え、フリーザの攻撃から守ってやったろ。黙れ。貴様少しは遠慮を覚えたらどうだ。この間といい今といい、俺に最後まで全力で戦わせろ。そんなケチケチすんなって。ちょっとだけ先に戦わせてくれよ。わ？貴様のちょっとは当てにならん。いい加減に諦めろ。いい加減にしろ。この私を待たせて口喧嘩とはいい度胸ですね。あなたたちのそういうところがいまいましくて仕方がないんですよ。
そこまで戦いたいというの。二人まとめてかかってきなさい。私の手でひねり潰してやる。Tja, das war wieder typisch Son Goku und Vegeta. Hey, Gini ist noch dazu gekommen. Ja, und bei uns Gotenks. Tja, 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 tja. Naja, solange es nicht Golden Freezer ist, ist alles okay. Power Level 90. Ja, ich glaube, damit werden wir es irgendwann auch noch zu tun kriegen. Auch mit Golden Cell? Ja, und Golden Boo. Nicht zu vergessen, Golden Raditz. Ja, das war, glaube ich, das erste Mal, dass beide, glaube ich, einen Drachensprint gleichzeitig ausgeführt haben. Ich glaube, wir hatten es schon einmal, aber... Mein Freezer mag ja schon den normalen Super Saiyan überhaupt nicht, immer, was er wohl für einen Dreifachen hält. Beziehungsweise gut, ich meine, er kennt inzwischen ja schon den blauen Namen. Ja, aber er hat ja ein halbes Jahr trainiert, dann war er so stark wie ein Super Saiyan Gott. Das stimmt. Also Freeza hat garantiert ziemlich viel Potenzial liegen lassen. Das stimmt. So. Aber jetzt hat er erstmal das Potenzial, schlafen zu gehen. Und dafür kommt Captain Ginyu. Der Anführer der Ginyu Force. Vom Sonderkommando. Galactic Donuts. So, und dann spielen wir noch eine Runde Volleyball mit Ginyu. So ist Piccolo. Ja, als Piccolo dann meinte, du hättest mich gar nicht gebraucht. Nein, aber sieht cool aus. Stimmt doch. Super Ghost Kamikaze Attacke. Die ist ziemlich stark, die Attacke. Wenn die dann alle auf den Gegner fliegen. Das stimmt. Und wenn man nicht blockt. So. Und kriegen wir noch eine Cutscene? Bestimmt. Nein, jetzt nicht. Aber. Okay. Das war auch der Hit auf. Mr. Piccolo. Ich will mich verleitet, dass ich sage Mr. Piccolo. Ja, ich weiß. Hey, jetzt kommen drei Gegner auf 17, dann bin ich mal gespannt. Mhm. Und es ist ein Bossfight. Da bin ich mal gespannt. Aber jetzt ist wieder Klone. Du hast das blonde Team gegen das glatzen Team. Das stimmt! Das wird mein Main-Team, alter Junge, die Glatzen. Echt? Ja, aber Tenjinhan ist mein Name. Beine wird die Erdlinge. Stimmt, aber Tenjinhan wird dann in beiden Teams. Ja gut, dann nehme ich dann lasse ich die Tenjinhan und nehme halt Hit. Gut. Um die gleichen Kräfte zu bewahren. Das stimmt oder? Natürlich. Das wäre aber schon nicht so der Hit, wenn du das machen würdest. Was? Okay, tut mir leid. Cool. Okay, jetzt habe ich wieder was rausgefunden. Das macht mir halt Spaß bei so Spielen. Ja, das war schon ganz schön cool, aber du darfst trotzdem nicht vergessen, Freezers Bruder ist cooler. Der war geil. Danke. Und jetzt benutze ich auch mal Vegeta, den habe ich nicht noch angespielt, fällt mir gerade ein. Das stimmt, aber ich hatte ihn schon. Tschüss, Tenjinhan. Das habe ich jetzt nur gemacht, dass es was Tenjinhan war. Echt? Hey, Nappa! Was geht? Der macht mir jetzt Platz, ja. Oder halt auch umgekehrt. Wo sind denn deine Fanspinner? Sag mal! Das hättest du dir sparen können! Du hast es. Ey, aber Nappa hält auf jeden Fall schon mal einiges mehr aus als sonst. Ich meine, normalerweise ist Vegeta Sache, dass er mit einem Angriff erledigt. Das stimmt. Der arme Nappa. Schau mal. Aber ich glaube, das wird er nicht überleben. Das stimmt. Hätte mich auch gewundert. Das ist auch wahr. Aber jetzt haben wir noch Captain Ginyu. Der ist jetzt wieder mit Son Goku zu tun.
dieser wunderschönen Felslandschaft. Während Aaron sich jetzt mehr auf den Kampf konzentrieren kann, kann ich mich so schön ein bisschen auf die Hintergründe fokussieren. Ne, der Hintergrund ist wirklich hübsch. Ja. Ja, aber allgemein, der Stil ist einfach cool. Die Charaktere sind sehr gut getroffen. Was nur wirklich witzig ist, sind einfach diese riesen Hände in den Cutscenes, aber das hat seinen eigenen Charme. Das stimmt. So, und ich glaube, du willst gegen ihn jetzt platt machen. Ja, ich weiß nicht, ob der stirbt, der ist ein Tier. Ja, eine Kröte war mal. Gut, da war ja keine Stadt. Von daher. Gut. Dann schauen wir nochmal, wie es weitergeht. Jo. Der Einkampf geht auf jeden Fall noch. Aber gucken wir erstmal. Cutscene haben wir jetzt keine. Oder doch? Das stimmt.24点の味ってところね。あのギニューとかいう変な子たちも大した戦力じゃないって言ってたし、ま、仕方ないか。覗き見なんて悪趣味よ。さっさと出てきたら。汚れ、気づいていたか。当然。だから私のおやつタイムを見せてあげたんじゃない。あなたはこれからこうなるのよって。私って優しいでしょ？この私がそう簡単に貴様の餌になるとでも？その様子だと、それ相応の数を食べたということか。つくづく悪趣味な女だ。あなたはナッパって子より美味しそうよね。どんなお菓子にしようかしら。何？一瞬で型をつけさせてもらうわ。短時間でここまで。あの時は半分も力を出してなかったの。せっかくだし真面目にやろうと思って。そういうわけだから。いただきます。OK。Gut, interessant. Also, hier haben wir auf jeden Fall einiges aufzuarbeiten. Das erste Mal war es, es gibt nicht Happa Happa von Papa Nappa, sondern Happa Happa aus Papa Nappa. Und in einem muss ich Sally jetzt auf jeden Fall widersprechen. Also C21 braucht alles, aber keine Diät. Das stimmt. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Zu Goku. Nappa und Trunks kannst du auf jeden Fall beide machen. Dann kannst du Goku erledigen. Und dann ist es doch ein guter Abschluss für den Part, oder? Also, sehe ich so ähnlich. Willst du wieder alle die Kämpfe von der ganzen Karte alleine machen? Ja. Dann... Ach Gott, immer dasselbe. So. Nappa-Klon, Captain Genio und Cell. Gut, Nappa lebt ja, und dann wird das jetzt gegessen. Stimmt, den richtigen Nappa werden wir so schnell nicht wiedersehen. Die Sache ist gegessen. Das ist der Part der guten Sprüche. Ja. Naja, was soll's. Besser Arm dran als Arm ab. So. Und Nappa würde zu Happa Happa. Und ist geil auf den Fall hier. Das stimmt. Der hätte vielleicht Fußballspieler werden sollen. Hey, ist das erste Mal, oder? Dass Cell so ein Klon ist, oder? Da bilde ich mir das mal ein. Ich weiß es gerade gar nicht. Kann ich weiß, sein. Dass Freezer schon da war, aber welche. Nappa hat sie eben gerade in die Eier noch geschlagen. Ich meine, den richtigen Cell werden wir auch nicht mehr sehen. Der wurde ja auch gerade. Gut, das wurde es wurde zumindest angedeutet. Na, vielleicht ist Cell Monster einfach so mal bei dem Strahl.
Wahrscheinlich. Und Olaf, hast du unten dazu gekommen von der Power von ihr? Ach, das kann ich verstehen. Vielleicht hat Sensei sie absolviert. Ein paar Aussagen. Das wäre sogar ein ziemlich geiler Twist. Magst du gerade meinen Kampfstil? Ich finde ihn gut. Ja, gell? Das war zumindest abwechslungsreich, würde ich sagen. Ja. So. Oh, es ist ja nur ein Trainingskampf, also. Ja. Wo ich mich immer noch frage, warum so viele kommen. Langsam, also langsam habe ich es auch verstanden. So plötzlich jetzt. Big Bang Attack. Finaler Flash. Okay, finale Flasche. Der richtige Donut, der daneben gegangen ist. Das stimmt, deswegen hat sich Gurtis auch ganz schnell wieder vertrunken. Ja, gut, eigentlich kann Vegeta ja im Weltkampf froh sein, dass er nicht gegen den Champ Mr. Satan antreten muss. Das stimmt, das wird wahrscheinlich der finale Boss sein, aber ich wollte es eigentlich nicht spoilern. Danke! Nee, mir reicht es jetzt. Entschuldigung. Bei Fighters 2 halte ich mich zurück, wenn es irgendwann mal kommen sollte. Echt jetzt? Ja. So, aber jetzt kämpfen wir erstmal gegen das Unterhosenteam, nämlich das von Trunks. Unterhosenteam? Ja, Trunks. Und dann Cell und Son Goku. Alles natürlich Klone. Aber warum Unterhosenteam? Das musst du mir erklären. Dann halt das Badehosenteam. Sag doch einfach Blablabla-Team. Okay. Oder sag Cyborg-Saga-Team, das passt. Die Arena finde ich auch geil, unterirdisch. Die hat was, die ist sexy. Ja, wie gesagt, ich mag auch die Hintergründe. Die sind zwar natürlich kahl, aber sie sehen gut aus. Die Hintergründe sind auf einem anderen Grafikstil als die Charaktere, aber irgendwie passt's. Die Charaktere sind ja so comic-mäßig und die Hintergründe sind so animierter. Aber sie sind auf jeden Fall geil aus oder so. Trunks kämpft jetzt quasi gerade gegen Trunks. Das stimmt. Du hast dein Schwert, Trunks, wie wir was sehen. Also gut, dann sind die Eier von deinem größeren Ich zu schlagen, ist keine Kunst. Das ist der gute Cell. Andererseits, gut, dann ist es so klein, der kommt wahrscheinlich nur in die Eier. Das stimmt okay. Sogar. Okay. So war es ein Tutorial, nur witziger irgendwie. Ja, ja gut, dass er da wieder aufgehört anscheinend. Ja. Okay. Komm her. Galactic Donut. Ja, Donuts sind tödlich, Cell. Das ist wie Zucker. Psst. Das ist hoffentlich alleine, oder? Nein. Doch, mein Geschmack. Super Ghost Kamikaze Attacke. Das stimmt, aber jetzt kommt ja noch einer. Das stimmt schon. Wir haben ja auch schon länger nicht mehr gesehen. Stimmt. Zumindest mit diesem bösen Klon hier. Weil den guten haben wir in unserem Team. Lass ihn gar nicht aus dem Volleyball raus. Das wird nicht hinhauen. Ja, aber das ist ein dummer Volleyball. Der ist aus mehreren Donuts gewesen. Dann werfe ich da schon raus. Wir würden uns ja rausfressen. Stimmt sogar. Einmal Kreisel. Einmal Gotenks Beyblade. So. Geht da schon mal auf Level 15? Das stimmt. Und ich habe gerade den Fernseher ausgemacht. Gut, cool, es kommt ja keine Cutscene, dann ist es ja nicht so schlimm. Na gut, die Zuschauer hätten es sowieso gesehen. Ja. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Oh. Naja, ihr seht ja immer noch den Bildschirm, also. Ja, so.
Genau, du darfst jetzt hier unseren Boss halt machen. Alle Level 19? Gut. Ja, für dich ja kein Problem. Wenn dein 190 steht, ist alles gut. 190. Was? Ja, die 0 haben wir weggemacht, weil 0 ist ja, brauchen wir nicht schreiben, ist ja... Ja, gut. Also sind wir schon auf Level 130, 140, 150. Ja. Cool. Oh, mir fällt gerade ein, dass ich ja nicht mehr so viel Leben habe. Ja, aber... Ah, doch, die wurden wieder aufgefüllt fast. Siehst du? Die blocken auf jeden Fall jetzt besser schon mal. Immerhin. Vor allem nachdem du jetzt gesagt hast, wir haben Son Goku lange nicht mehr gesehen, das Gegner kommt jetzt zweimal hintereinander. Ja, das musste so sein. Das stimmt sogar. Weil das war meine Schuld, weil ich so was Dummes behauptet habe. Da hast du leider nicht ganz Unrecht. Aber er ist auch schon wieder am Boden. Kommt jetzt der gute Son Gohan? Ja. Ja. Aber jetzt kämpft er gegen seinen eigenen Bruder. Und Trunks. Ja. Das war ein Kreisel, so ein Gohan. Die Blades. Hey, das ging gut daneben. Ja? Der ist jetzt. Hör auf, so ein Gohan. Lass mich doch nicht irgendwie. Ja, so ein Gohan ist am Boden. Aber jetzt kommt ja noch der gute Piccolo. Mr. Piccolo. Das muss ich natürlich. Wie hast du es gesagt? Ich weiß. Doch mein Easter Egg, hab ich so. Taub! Das ist mein Easter Egg, hab ich doch schon vergessen. Ah. Ich sehe schon wieder die Beschwerde-E-Mails kommen, wie bei Dr. Nitrus Prius. Aber Leute, er muss es einfach immer wieder sagen. Es ist ein Easter Egg. Ich verstehe alle. Der, wo das nicht versteht, weiß nicht, wie geil es einfach ist. Das ist wunderbar. Du verstehst mich halt einfach nicht. Danke. So. Tschüss. Okay. Das war's mit Mr. Piccolo. Ja, gut. Wenn jetzt keine Katzen kommen. Was wahrscheinlich kommt, aber... Schauen wir mal. Obwohl, ich hab's ja gesagt, dass eine kommt, wahrscheinlich kommt. Ja, doch. Doch. Ja. Jetzt wäre ich nämlich drunter gestanden. ないんじゃない40点くらいは上げてもいいかなセルに比べればまだまだって感じだけどなるほど急激なパワーアップはセルを食べたからですかむざむざ餌になるとは思いのほか使えませんでしたねあらそんな言い方かわいそうよ。彼なりに頑張ったと思うわよ。ただ、自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ。でもあなたも人のことは言えないんじゃない?暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね。化け物だなんて失礼しちゃう。私はちょっと食いしん坊なだけよ。さあ、あなたもおとなしくおやつになりなさい。あなたのその冗談、全く笑えませんよ。死んで、地獄で発生しなさい。思っていたより普通の攻撃ね。
ぱりクローンと違って本物はいいわね。鮮度も味も比べ物にならない。80点ってところかしら。さてと、孫悟空たちはどんな様子かしら。へえ、いつの間にベジータまで目覚めたのかしら。私に対抗するために味方を増やしているのね。動けないうちに食べようと思っていたけど、これはこれでいいか。お菓子だって新鮮で生きがいい方が美味しいもの。はあ、早く食べたい。でもダメダメ、どうせならもう少し我慢しないと。もっとパワーを引き出せるようになれば、きっとそのパワーも断末魔の悲鳴も全部スパイスになるんだから。Gut. Jetzt hat C21 schon Free Sound Cell absorbiert und ist damit natürlich eine ziemlich große Gefahr. Und im nächsten Part werden wir dann schauen, ob das dann wir direkt mit ihr zu tun bekommen. Und ja, warten wir es mal ab. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr das nächste Mal wieder zuschauen werdet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.